Willkommen, meine Freunde, zu einem weiteren Part von Super Mario Maker Online. Yeah, das Level ist... What is the Konami Code? Und es ist das beste Level, um den Konami Code auswendig zu lernen, meine Freunde. Normalerweise kann man den eigentlich schon auswendig. Aber dieses Level zeigt auf jeden Fall, wie das hier machbar ist. Und zwar gibt es hier oben, links, rechts, unten, B, A. Der Konami geht folgendermaßen. Oben, oben. Unten, unten. Kann man es ja nicht ziemlich leicht merken, weil sich die Tätigkeiten wiederholen. Also oben, oben. Also zweimal oben. Das merkt man sich eigentlich schon. Dann unten, unten. So, das merkt man sich eigentlich relativ easy. Und wer den Konami-Code nicht kann, ich zeige es euch auch mal kurz. Dann passiert zum Beispiel so etwas. Und ja, da kommen halt einfach Fallen raus, wenn man das Falsche da anhaut. Ist ja ähnlich wie das Prinzip von meinem Minesweeper-Level, das werde ich euch auch noch zeigen in diesem Part. So, ich habe jetzt unten... Okay, nochmal unten. Achso, nee. Achso. Ja, links. Links, rechts, links, rechts. Ja, ich habe nur einmal unten gedrückt. Okay, passt schon. Also dann rechts. So... Aber es ist einigermaßen eintönig, aber das Level ist ja nicht verdammt gut durchdacht und so weiter. So, links, danach nochmal rechts und dann BA. So, ich habe links gedrückt, ne? Gut. So, dann BA. Ja, das hätte ich auch so gewusst. So, dann nur noch A. Gut, da kennen wir jetzt auch den Konami-Code auswendig. So, da muss ich hier runter. Ich muss hier nichts drücken, ich bin jetzt in der Röhre. Wie fies. Achso, ist nicht fies, weil ich bekomme hier Amiibos. Cool. Oh mein Gott. Und jetzt ist das Ziel erreicht. Sehr schön. Gut, dann haben wir dieses Level auch mal gemacht. Und bevor ich jetzt das nächste Level, was ich auch mit dem Code machen muss, spielen werde, werde ich euch die anderen zwei Level zeigen. Und zwar erstmal mit Minesweeper Level. Das habe ich selber gebaut. Ich finde die Idee relativ zeigbar in einem LP, vor allem weil es halt auch gut ist. Also ich habe hier ziemlich viele Level. Ja, vielleicht könnte ich mal so ein... Let's Show meine Level mache und dann mache ich das. Also im nächsten Part Let's Show Level, dann mache ich auch das Minesweeper Level. Okay, so, dann musste ich jetzt mal suchen, weil Andrew Jiggs hat, glaube ich, jetzt ein neues Level hochgeladen. Achso, nee. Nicht Andrew Jiggs direkt, aber die haben irgendein neues Level gemacht und das zeige ich euch jetzt gleich. So, Freunde, da wären wir. Super Smash Bros. 64 Bonus Stages vs. Master Hand. Yeah, das ist ein Level basiert auf Super Smash Bros. 64, die Bonus Stages. Wie Break the Targets, Race to the Finish zum Beispiel. Und Break the Target. Was sollte ich da denn machen? Gar nichts. Da gibt es ja noch Race to the Finish, da gab es noch irgendetwas. Aha. Aha, das ist Break the Targets. Cool. Geil. Gut, dann geht's hier weiter. Jetzt muss ich... Board the Platforms, genau, das gab es auch noch. Okay, das ist auch wahrscheinlich ziemlich cool. Nice. So, Board the Platforms, da müssen wir alle Plattformen berühren. Okay, eigentlich nicht, aber man muss halt einfach nur durchkommen. Nein! Shit! Böse Stelle. Aber das Level ist verdammt gut gemacht, also kann man nichts Schlechtes gegen sagen. Zack. Geiles Level.
So, zack. Man muss aber nicht alle Targets besiegen, leider. Aber da kann auch der Entwickler, also der Hackmacher, nichts. Weil man das halt nicht machen musste. Das kann man halt einfach nicht einstellen, dass man die alle besiegen muss, um weiterzukommen. Das geht halt leider nicht. Hätte Nintendo echt mal machen sollen. Das wäre echt noch viel cooler gewesen. Oder irgendwelche Gimmicks, dass man da irgendwelche Gimmicks in den Level reinbauen kann. Aber ist leider nicht so. Bei SMW gab es ja auch ziemlich viele Gimmicks. Aber die haben die Leute halt selber gecodet. Deswegen. Oh mein Gott. fieses Level und so. Oh mein Gott. Okay, naja. Was ist denn der Checkpoint in das Game? Ich habe auch keine Ahnung. Das ist echt fies. Dieses Herzklopfen nervt halt ein bisschen. So, hier bin ich jetzt endlich. Zack! Rein damit. Rein mit dir. Was war das denn? So, Race to the Finish wahrscheinlich soll das heißen. Weil es gab ja auch Race to the Finish. Da bin ich mal gespannt. Ja, es war auch ungefähr so aufgeteilt eigentlich. Aber halt ein bisschen schwerer. Da fehlen noch ein paar Lava-Dinger zum Beispiel. Also ein paar Lava-Streifen würde ich da noch reintun. So, aber hier kommen auf jeden Fall Trampoline dazu. Riesen-Koopas waren jetzt nicht wirklich dabei, aber von mir aus... Shit. So, dann kommen jetzt die Trampoline. Die jetzt nicht wirklich schwer sind oder so. Die jetzt nicht wirklich unfair verteilt sind, sondern eigentlich relativ easy. Naja, erstens. Oh mein Gott! La 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 la. La 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 la. Oh, verpiss dich nur, Gumba. Oh mein Gott. Das ist relativ unfair, diese Stelle. Genau, verpiss dich. Nein! Nein! Das war's doch fast mit dem Level. Unfair. Nein, komm schon. Von denen schaue ich mir auf jeden Fall erstmal ein paar Level an. Ich dachte, das Level wäre von denen. Also vom Gamingsplane. Aber war es dann doch nicht. So, ich könnte ja auch mal Level von bekannteren LPern spielen, also von Deutschland. Gibt's ja ein paar. Aber die sind meist halt nicht wirklich das, was sie versprechen. Also die Level sind halt extrem overhyped. Also die sind halt immer ganz oben, obwohl die halt nicht wirklich jetzt extrem gut sind. Klar gibt's ein paar Ausnahmen, aber eher die Seltenheit. Gibt halt schon viel bessere Level, wie das hier zum Beispiel, das ist voll unbekannt. Und das ist eigentlich einfach eine richtig gute Idee, gut umgesetzt und so weiter. Zum Glück ist Andrew GX auf Platz 3 und nicht ein anderer. Ist auch gut so, weil schließlich machen die guten Level. Also der macht auf jeden Fall richtig gute Level. Und verdient auch meiner Meinung nach den dritten Platz eigentlich schon. Weil er mit Abstand einer der besten Level macht. In dem gesamten Spiel. Also der hat bis jetzt noch gar kein schlechtes Level hochgeladen. Wo ich sage, nee, das hättest du nicht hochladen müssen. Klar macht er ein bisschen viel Name-Dropping. Aber das ist eigentlich okay. Weil die Level halt immer noch was versprechen. Also ziemlich gut sind und wirklich fast identisch sind. Man erkennt es natürlich nicht bei Mario Maker, da kann man auch nichts gegen sagen. Also man sieht da wirklich nichts, da kannst du auch nichts tun, dass man es sieht. Oh mein Gott, Alter, hier die frisst die Bombe, hier plötzt. Zack. So, Nummer 3. Dum, 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 dum,
Okay, das könnte böse werden. Wieso mache ich das überhaupt? Wieso habe ich das überhaupt gemacht? Den Koopa mitgenommen. Das war so die einzige dumme Entscheidung von mir. Nein, verpiss dich nur. Ja, verpiss dich. Naja, zack. Bin ich jetzt im Ziel? Wahrscheinlich gleich. Achso, nee, jetzt kommt noch ein Fight, soweit ich weiß. Master Hand and Crazy Hand. Aber ich bekomme hier noch wenigstens eine Blume, das ist nett. So, verpiss dich. Genau so. Aber eigentlich kommst du da locker hoch. Naja, ich musste die gar nicht besiegen. Zack! Geschafft! Gut. Geiles Level. Nice. Und noch etwas. Ich habe euch nicht die ganzen Amiibos gezeigt. Merke ich gerade. Also da fehlen noch ein paar. Oder ziemlich viele sogar. Das bedeutet Mario Troid. Ne, so mal Land 1-1 Remake. Würde ich gerne sehen. Hatten wir auch noch nicht. Ja, ist auf jeden Fall gleich. Aber hier war eigentlich ein Stern drin. Ja, der Stern ist nicht da. Viel zu wenig Viecher. Es ist vom Levelaufbau schon gleich, aber die Gegner passen halt nicht, nicht zusammen. Also man kann auf jeden Fall die Struktur sehen. Nee, kann man nicht. Jetzt nicht mehr. Was ist das denn für ein Abfuck-Level? Was soll der? Ah. Okay. Warte, jetzt sagen wir das. Hä? Das ist auf jeden Fall gleich. Hä? Was soll denn das? So, jetzt verstehe ich's. Nicht schlecht eigentlich. Kein schlechtes Level. Sollte eigentlich haargenau das simulieren, aber das kann man halt nicht genau machen. Und der hat halt ein bisschen genauer gemacht. Passt. Super gemacht. Gut, dann werde ich jetzt noch ein Level spielen, wo ich alle Amiibos dann wirklich zeige. Tut mir echt leid, aber das ist auch wirklich das letzte Mal. Don't move. Gut, zum Aufwärmen. Bevor ich mich aufgewärmt habe, machen wir hier noch ein Don't move Level. Gut, das wird sein, dass da alle Amiibos sind, also auch zum Beispiel die Mario Kart Dinger, also alle Kostüme einfach. Schade, dass man wirklich nicht alle Level einfach wie soll ich sagen? Alter! Dass man nicht einfach Level suchen kann. Das ist mega schade. Alter, das ist eigentlich richtig gut gemacht. Das ist nicht schlecht.
ziemlich gut. Gut, dann zeige ich euch jetzt erstmal wirklich alle Amiibos und dann schauen wir mal noch, was für ein Level wir machen dann. Geiles Level auf jeden Fall, Diggi. Nicht schlecht. So, dann gucken wir jetzt mal die ganzen Sternranglisten an. Splatoon, Fragezeichen, Don't Touch This Rooms und so weiter. Sonic One Memory. Könnte ich eigentlich auch machen, aber ja, komm, wir machen das noch. Nee, nicht jetzt. Also wir suchen jetzt mal das Level. Bis gleich, meine Freunde. Genau dieses Level. So, dann spielen wir das mal. So. Peach. Luigi. Bowser. Goomba. Genau solche Kostüme gibt es halt hier auch. das kenne ich noch gar nicht. Geil. Okay, Trampolin kennen wir schon. Toad. Bowser Jr. Genau, den gab es auch nicht. Metal Mario, den gibt es hier auch. Gold Mario. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Super Mario Maker. Yoshi. Shy Guy. Wario. Hatten wir den? Ich weiß es nicht. Rosalina hatten wir auf jeden Fall. Der Krebs. Koopa. Geil. Wir sind die Mario... Also das alte, ganz alte Mario Bros. Das müsste ich auch mal jetzt schauen. Da, so sah der Koopa halt aus. Und das ist auch der Mario Bros. Ding. Dr. Mario. Also Mario Bass Mario war das. So, das ist der... Mario Kart. Mario. War Luigi. Das ist Yoshis Woolly World. Rosa Yoshi. Blauer Yoshi. Genau, die fehlen. Die haben gefehlt. Und das weiß ich nicht. Riesen Yoshi oder so. Alter, da gibt es sogar Donkey Kong Junior. Wieso haben... Naja, ich check's immer noch nicht. Wieso hat Game Explain nicht diesen als genommen? Also bei diesem Donkey Kong Arcade Level. Kirby kennen wir schon. King Dedede auch. Meta Knight auch. Kid Icarus kennen wir auch. Palutena haben wir auch, glaube ich, gesehen. Dark Pit haben wir nicht gesehen. Mega Man haben wir gesehen. Samus haben wir auf jeden Fall gesehen. Rob! Haben wir den gesehen? Ich glaube nicht. So, dann Marv oder... Ja, Marv war alles und jetzt Ike. Das ist... Wie heißt die? Ich weiß es nicht mehr. Ist mir auch egal. Darren. Pikachu. Charizard. Jigglypuff. Mewtwo, Alter, wie viele Pokémon es hier gibt, einfach wie geil. Also wie viele Charaktere es hier gibt, also wie viele Kostüme es hier gibt. Richtig nice. Greninja. Olima. Oh, wir spielen jetzt nur Pikmin, cool. Du, Link. Zelda. Ganondorf. Sheik. Tingle. Toon Link. Schalk. Ness, was geht? Lucas. Das steht da sogar. Ingels. Okay. Kennen wir auch schon, sind halt die Inkling Boys. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja. Geil. Was war das denn? Chibi Robo, oder? Wahrscheinlich. Das ist Villager. Das ist auch von Animal Crossing. Das auch. Ich will auch mal Animal Crossing LP, damit du Bescheid wirst. Resetti kennt man eigentlich. Den kenne ich nicht. Kenne ich auch nicht. Das ist die Eule. Keine Ahnung. Sorry, aber ich kenne mich mit Animal Crossing nicht so gut aus. So, kommt hier noch was anderes, weil ich kenne die gar nicht. Sorry. Ah, Falco. Mr. Game & Watch, den hat man auch noch nicht gesehen. Dann Sonic. Yeah.
Duck Hunt! Pac-Man, kennen wir. Wrecking Crew! Little Mac! Fox! Dann Falco! Dann dieser Frosch! Dann dieser Hase! Das ist auch von Star Fox, glaube ich. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, das ist Ashley. Und das ist, keine Ahnung. Kenn ich nicht. Sorry. Ich kann doch nicht alles kennen. Tut mir zwar leid, aber ich kenne nicht alles. Ist nun mal so. Verdammt geiles Level. Jetzt haben wir alles gesehen, Freunde. Alles, was wir wollten. So, wir wollten jetzt Sonic One Memory spielen. Das habe ich euch ja auch gesagt danach. Jetzt haben wir alle Amiibos gesehen und ich hoffe, ihr seid zufrieden. Und das waren wirklich alle. So, Sonic Amiibo, it's a me, Sonic. Zack, 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 zack. Hier beginnt die Memes. Aber das Level ist ziemlich einfach. Aber es ist eine schöne Memory. Shit. Okay, ich muss nochmal neu von hier anfangen. Cool! Alte Sonic-Musik kommt sogar raus, geil. Nice Level. Der sieht aber aus wie Ike von South Park. Okay, von mir aus. Ich meine, egal. Wie kann man aber hier sterben? Das geht doch gar nicht. So, dann gibt's noch dieses Level. Don't touch the shrooms. Das ist relativ fies, das Level, weil man darf die nicht berühren. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Sonst kommt man nämlich nicht weiter. So. Das ist aber auch relativ fies gemacht, gell? So, hier darf ich ja nicht springen. Oh mein Gott. Jetzt wird es richtig fies. Was soll ich da tun? Ah, ich soll hier runter oder was? Sag's doch gleich, dass ich da runter muss. Aha. Ja, ich muss warten. Okay, nochmal neu. Ich darf nicht so lang warten. Wobei, die sollen das mal alle kommen. So, zack, zack. Zack, zack, zack. So, dann gehe ich immer, jetzt geht's immer noch hier weiter. So, erstmal ein Stern. Oh mein Gott, jawohl, weiter geht's. Zack, ich bin hier richtig. Dann
Nein! Wobei doch. Das Level ist aber baby einfach. Ja, das war nicht schwer. Man könnte eigentlich ein viel einfacheres machen. Das war aber ziemlich einfach. Ich check auch gar nicht, warum das so schwer ist. Übel einfach. So Splatoon Fragezeichen, das spielen wir auch auf jeden Fall noch. So Nevermo. Der hat auf jeden Fall solche Don't Touch Anything Level gemacht. So. Okay, ich bin auf jeden Fall Splatoon Ding. Sieht aber richtig nice designed aus. It's a trap. Ist mir egal. Ich wäre sowieso nach oben gegangen. I'm a spy. Ist dieser Typ überhaupt verwandt mit denen, also mit den Bloopers? Na gut, war jetzt nicht das atemberaubendste Level jetzt ever. War okay, aber jetzt nichts Besonderes. Wieso ist das so weit oben? Ist nichts Besonderes. Das war wirklich nichts Besonderes. Dieser Pyro hat auch auf jeden Fall richtig geile Level. Ich meine den da oben. Dieser Typ hier. Der hat ziemlich gute Level, soweit ich weiß. Flappy Bird. Nicht schlecht. Das ist genau der Typ, von dem wir Automatik Epic gespielt haben. Wir spielen jetzt mal Flappy Bird. Geil! So, weiter geht's. Oh, das ist wirklich Flappy Bird. Nicht schlecht. Flappy Bird, geil. Darauf freue ich mich jetzt schon. Das wird richtig geil, oh Matika. Oh mein Gott, Alter, das wird ziemlich schwer. Aber man kann das schaffen. Oh mein Gott. Nee, ich nehme hier keinen Pilz, weil das wäre blöd. Dann bin ich viel kleiner und kann auch schneller durch Raum wechseln. Okay, schaffen wir schon, schaffen wir schon. Nice. Oh yeah. Did I seriously beat that on my second try? Also ich brauchte auch nicht lang. Das ist glaube ich der dritte Versuch oder so. So, was auch immer. Warum auch immer ich hier erst rauskomme. Check ich nicht. Geil. Das soll ja Flappy Bird darstellen, gell? Neues Level, Digga. Ja, da hat er Flappy Bird gemalt. Richtig cool, aber was wäre da jetzt noch gewesen? Nix mehr, gell? Das sieht richtig schön aus. Wundervoll. Wundervoll. Mario Kart The Race. Also wenn das das schwierigste Level sein soll, dann ist das wahrscheinlich noch krasser. So, Ship Adventures. Wir spielen jetzt erstmal seinem Puzzles. Press right and enjoy.
Okay. Run and enjoy. Also ich muss einfach nur run. Ich muss nur rennen. Ey, wie cool ist das denn? Finde ich richtig geil. Yeah, zack. Ich drück nur rechts, ich drück nur rechts. Damit du Bescheid wirst. Ich mach nichts anderes. Soll ich ja auch nicht. Dams. Dams. Ich bin früher als dieser Stachelpanzer. Da. Yeah. Zack. Den macht Spaß, mich immer von der Treppe zu schubsen, oder? Kann das sein? Das kann sein, oder? Denke ich mal. Dem macht Spaß. Auf jeden Fall, das war's mit Let's Play Super Mario Maker Online für heute, meine Freunde. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Dann würde ich hier, meine Freunde. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Part.